Liebes Kind, das erste Malbuch ist nun zu Ende. Und an farbigen Buchstaben reich, jedoch war das nicht dein letzter Streich, denn das zweite folgt sogleich. Ich habe, also das ist Teil 1, 4 solche Bücher und das ist der Teil 2. Auf den konzentrieren wir uns dann in den nächsten Videos. Ich möchte euch jetzt aber heute den Benefit von diesem Malbuch erklären. Und zwar hinten, ganz hinten, habe ich mir zusammengeschrieben, was meine Erfahrungen waren, mit Kindern Buchstaben zu lernen. Und da lese ich euch jetzt ein paar Tipps vor, die ich habe, weil ich habe die natürlich selber erfahren dürfen und praktiziert. Ich habe selber 4 Kinder und die gebe ich weiter an euch. Also hier steht zum Beispiel: Da Kinder etwas mit allen Sinnen begreifen wollen, kann man Buchstaben zum Beispiel mit Knete oder mit Salzteig formen und schlussendlich sogar bunt anmalen. Durch das Salzteigkneten und durch das Formen von Groß- und Kleinbuchstaben fassen Kinder diese für sie ansonsten so abstrakt zu verstehenden Buchstaben mehrmals mit ihren Fingern und Händen an und sehen diese nicht nur mit ihren Augen, sondern begreifen diese besser. Dabei passiert Folgendes: Mehrere Zentren in unserem Gehirn werden dadurch angesprochen und miteinander verknüpft. Der Körper speichert in jeder Zelle das Begriffene ab, um später dann geistig durch das Erinnern darauf zurückzugreifen. Bitte, das müsst ihr einfach haben, die Tipps. Da sind jetzt 3 große Tipps drin. Ich habe aber in jedem weiteren Malbuch fortlaufend die anderen Tipps reingeschrieben. Das ist ein Benefit aus meinen Erfahrungen, den ich euch weitergeben kann. Und es wirkt sogar bei Legastheniker und bei ADHS. Ja, genau. Also bei denen wirkt es auch. Definitiv, weiß ich aus Erfahrung.